de reçoit aussi très brouillé, très brouillé. Wir sind keine Gefangenen der Erde mehr. Der Mensch hat es geschafft, die Umgebung zu verlassen, auf die seine Spezies beschränkt schien. Er hat sich in stählernen Maschinen aufgemacht, den Kosmos zu entdecken und die Meerestiefen zu erobern. Und so erkunden die neuen Tauchkugeln der Calypso die Welt der Stille und der Finsternis. Die unendliche Tiefe, die Menschen einst versagt, beginnt sich vor ihm aufzutun. Die Grenze ist überwunden. Das Meer zeigt seine vielfältige Schönheit. Es offenbart unzählige Reichtümer. Wir werden sie immer besser kennen und respektieren lernen, je tiefer, weiter und länger wir tauchen. Bald wird die Menschheit ein viel umfassenderes Bild vom Leben auf unserem Planeten haben. November. Ich erfahre, dass unsere Tauchkugeln fertig sind. Sie werden heute von Marseille nach Madagaskar verschifft. Damit steht der Calypso einen Monat intensiver Arbeit bevor. Hier sehen wir die Verladung der beiden Forschungsgeräte, die unser Wissen über die Ozeane beträchtlich erweitern sollten. Die Hülle dieser neuen Tauchkugeln besteht aus hochfestem, 12 mm dickem Stahl. Vier Bullaugen aus massivem, 8 cm starkem Plexiglas ermöglichen die Sicht beim Tauchen. Diese Mini-Tauchkugeln sind keine gewöhnlichen Unterseeboote und sie haben auch keine gewöhnliche Aufgabe. Jede wiegt 2 Tonnen. Diese Meeresflöhe genannten Miniatur-U-Boote werden durch 2 verstellbare Düsen angetrieben. Sie sind am Bug angebracht und stoßen starke Wasserstrahlen aus. Sie sind 1 Meter breit und 2 Meter lang. Der Pilot liegt auf dem Bauch. Ein Tonband zeichnet seine Beobachtungen auf. Außen sind 2 Kameras angebracht, unter 2 Scheinwerfern von jeweils 1000 Watt. Die Mini-U-Boote sind sowohl für Unterwasseraufnahmen als auch für Erkundungen und die Entnahme von Proben konzipiert. Unsere Meeresflöhe sind direkte Nachfolger der Denise, der ersten Tauchkugel. Schon Denise war klein und manövrierfähig. Aber wir wollten noch mehr Mobilität. Denise war langsam und auf 300 Meter Tiefe beschränkt. Wir wollten eine etwas höhere Geschwindigkeit und die doppelte Tiefe. Dafür haben wir Tauchboote mit einem noch kleineren und widerstandsfähigeren Rumpf und miniaturisierter Technik entworfen. Die Meeresflöhe. Der gleichzeitige Einsatz von 2 Flöhen erhöht die Sicherheit und außerdem können sich die Flöhe gegenseitig im Einsatz filmen. Nach 3 Jahren Entwerfen, Bauen und Testen sind wir endlich soweit. 14. Januar. Die Calypso nimmt Kurs auf die Île d'Europe, eine kleine Insel zwischen Madagaskar und Afrika im Süden des Indischen Ozeans. Es gibt 2 Gründe, die Insel anzusteuern. Zum einen können wir dort die Paarung einer großen Schildkrötenart, der grünen Meeresschildkröte, beobachten. Zum anderen liegt die Insel in einer für die Erprobung der Flöhe günstigen Region. Wenn eine Delfinschule mit der Kalypse um die Wette schwimmt, zieht es alle an die Reling. Es ist ein Schauspiel, das niemals langweilig wird. Michel Deloire steigt in den Beobachtungsraum hinab, der im Bug der Calypso liegt, 3 Meter unterhalb der Wasserlinie.
Dort sind die schrillen Schreie und schnarrenden Laute der Delfine deutlich vernehmbar. Etwa 100 Kilo Muskeln, ein stromlinienförmiger Körper, fortbewegt durch kräftige Schläge des Schwanzes. Ein wunderbares Beispiel für die Anpassung an das Leben im Wasser. Die Delfine spielen mit uns. Heute können wir sie nur beobachten. Es sind die ersten Momente einer beiderseitigen Freundschaft. Bald, da bin ich mir sicher, werden wir in ihrer Umgebung leben, im Meer. Wir werden sie filmen und wir werden Zeuge ihres sozialen Lebens werden, das überraschend komplex ist. Neunzehnter Januar, Île de Rob, 500 Kilometer vor der Ostküste Afrikas. Die Insel hat einen Durchmesser von 10 Kilometern. Weite, sonnige Strände und ein felsiger Meeresgrund säumen eine nicht sehr tiefe Brackwasserlagune. Die Karten sind unvollständig, aber der Ort scheint bestens geeignet, um die Miniatur-U-Boote zu erproben. Kapitän Maritano wählt den Ankerplatz. Jetzt, wo das Schiff fest vertäut ist, können die Flöhe, die ein bisschen wie Schildkröten aussehen, genauestens inspiziert und jede Funktion überprüft werden. In Marseille, von Kapitän Cousteaus Ingenieur- und Technikermannschaft konstruiert, ist jeder Floh mit Originalantriebs-, Navigations- und Sicherheitssystemen ausgestattet. Das Pumpenaggregat, das die Düsen speist, hat eine Verkleidung aus Fiberglas und ist, wie die Akkumulatoren, an der Außenseite der Hülle angebracht. Es arbeitet mit Öl und Wasserdruck. Sollte der Motor in Brand geraten oder die Akkus auslaufen, hat der Pilot so nichts zu befürchten. 7 Tage sind eingeplant, um das Gehäuse, die Motoren, die Ventile, die Batterien und die Ruder zu überprüfen. Während dieser Zeit haben die Taucher einen anderen Auftrag. Denn irgendwo unter dem Rumpf der Calypso sind die Schildkröten zu ihren unterseeischen Flitterwochen verabredet. In den Gewässern der Île de Rob wimmelt es von Leben, das von menschlichen Eingriffen bisher verschont geblieben ist. Niemand fischt hier. Das Wasser ist noch klar und sauber. Die Korallen sind unversehrt. Die Natur hat sich ihr eigenes Gleichgewicht geschaffen und nichts hat es gestört. Der Drang der Menschen zu töten, zu verschmutzen und zu zerstören hat diese Insel bisher verschont. Thank you.
In diesem Wasserparadies versammeln sich die Schildkröten zur Paarung. In der Dämmerung trifft Bonici auf zwei außergewöhnlich große Stachelrochen, die im Sand eingegraben schlafen. Durch seine Annäherung aufgeweckt, starten sie ihren Flug, beschreiben Kreise und entfernen sich. Aber unsere Suche gilt den Schildkröten. Von November bis Mai, während des Sommers auf der südlichen Erdhalbkugel, zieht sie ein uralter, unwiderstehlicher Drang zur Île de Robbe. Hier sind sie. Sie kommen von Mosambik und von Madagaskar, von Obia, von Mombasa und von den Ufern der Komoren. Sie kommen aus dem Norden, entlang der Meerestäler und von Süden, wo sie die an Nahrung reichen Riffe verlassen. Sie kommen vom Kap am Golf von Aden. Einige legen über 2000 Kilometer zurück, um ihr Ziel zu erreichen. Manchmal schon 100 Jahre alt und mit ihrem Panzer 200 Kilogramm schwer, bewegen sie sich im Wasser mit unerwarteter Anmut. Die Weibchen, die ihre Geschlechtsreife erst mit etwa 40 Jahren erreichen, und die Männchen kommen zu Tausenden. So, wie sie es seit Jahrhunderten zur Paarungszeit tun. Januar. Die Taucher lassen die Techniker mit ihren Problemen allein. Sie werden auf der Insel ein Camp aufbauen, um zu beobachten, wie die Schildkröten zur Eiablage an Land kommen. Die wilde Schönheit der Küste ist trügerisch. Im Inneren ist die Insel flach und unwirtlich. In der Luft liegt ein unangenehmer Geruch nach Sumpfland. Es gibt kein Trinkwasser. Hier zu leben, braucht Mut. Die Menschen, die es probiert haben, sind gescheitert. Die meisten, die sich auf der Île de Robbe ansiedelten, endeten tragisch. Ici repose Marie-Virginie Beauchamp, décédée à l'île d'Europa le 1er mars 1910. Bien, mon ami Dominique, il fait pas bon vivre dans cette île, hein? Non. Durst, Krankheit und vielleicht die Einsamkeit waren stärker als sie. Ihre Gräber haben überdauert. Hier hat nur der Stein Bestand. Es ist ein Korallengestein, aus dem auch das Riff besteht. Über dem ganzen Küstenstrich kreisen schwarze Vögel mit kantiger Silhouette. Düster und stumm halten die Fregattvögel Totenwache. Die Vögel und Schildkröten sind auf der Insel sonderbare Werkzeuge einer von der Natur errichteten Ordnung. Fast den ganzen Tag haben Falco, Kameramann McKay, die Taucher Sumian und Bonici die Insel abgewandert, auf der Suche nach Plätzen, an denen die Schildkröten ihre Eier ablegen könnten. Wie alle Mitglieder der Equipe Cousteau hat Falco mehrere Aufgabengebiete. Er ist Taucher, Expeditionschef, Techniker, Navigator und außerdem ein fähiger Naturwissenschaftler. Durch das enge und lange Zusammenleben mit Meerestieren kennt Falco ihr geheimes Leben und ihre Reaktionen wie kaum ein anderer.
Sobald die Flut einsetzt, warten die großen Schildkröten auf den Moment, sich an Land zu schleppen. Sie suchen eine leicht zu erklimmende Steigung. Einige finden am Strand jene paar hundert Meter Sand wieder, wo sie ihre Eier vielleicht 2 Jahre zuvor abgelegt haben. Wie wissen Sie das? Wie können Sie, ohne die ganze Insel zu erkunden, die Stelle des Strandes wiedererkennen, die Ihnen das beste Nest für Ihre Eier bietet? Welches fabelhafte, instinktive Gedächtnis hat sich über Generationen hinweg in Ihren Zellen erhalten, um Sie mit solcher Präzision hierher zu führen? Es sind die ältesten lebenden Reptilien, älter noch als die Dinosaurier. Diese großen Schildkröten lebten einst an Land. Einige sind dann ins Meer zurückgegangen. Ihr Panzer ist länger geworden, ihre Beine haben sich in Flossen verwandelt. Sie haben sich gut an die Meeresumgebung angepasst. Zur Eiablage jedoch müssen sie zurück an Land. Zum Ausbrüten der Eier wird Sonnenwärme gebraucht. Erwachsene Schildkröten können stundenlang unter Wasser bleiben, während die Neugeborenen häufiger Luft holen müssen. Die Nester müssen also am Ufer gegraben werden. Das Weibchen, sanft und unbeholfen, ohne Krallen oder Zähne, ist hier sehr verwundbar. Es könnte leicht gefangen werden. Aber hier hat sie noch nie jemand gejagt. Sie stehen unter Schutz. 350 Kilometer Meer trennen sie vom Menschen. Für sie birgt die Nacht keine Gefahren. Und sie finden weite Sandflächen für ihre Nester. Mit seinen vorderen Schwimmflossen gräbt das Weibchen zunächst eine ausreichend große Grube, um sich darin niederzulassen. Es kann nicht verhindern, dass Sand in die Augen gerät, aber er wird durch einen ununterbrochenen Tränenfluss, der die Augen ständig befeuchtet, weggespült. Es ist eine furchtbare Anstrengung für diese Tiere, ihre Panzer an Land zu tragen. Wenn die Grube fertig ist, bohren sie mit den Hinterflossen ein vollkommen zylindrisches Loch. Hier werden die Eier abgelegt. Es ist soweit. Jedes Nest enthält ungefähr 100 Eier. Sie sind weich, aber widerstandsfähig. 60 Tage bleiben sie im Sand. Dann schlüpfen die Jungen. Die Schildkröten hat die Verheißung neuen Lebens über Tausende von Kilometer getragen. Sie sind hierher gekommen, um ihre Eier abzulegen. Und genau darauf warten die Fregattvögel. Es war eine beschwerliche Reise. Eine Rückkehr auf das Land, das sie vor Millionen von Jahren verlassen haben. Hier an dieser wichtigen Nahtstelle zwischen Vergangenheit und Gegenwart sind nur einzelne Tiere in Gefahr. Aber woanders, dort wo Menschen jagen, ist mitunter die ganze Spezies bedroht. Häufig dauert die Eiablage die ganze Nacht. Die Schildkröte muss ins Meer zurück, bevor die Sonne zu heiß wird. Weit weg vom Wasser würde sie an der Hitze sterben, selbst wenn der Himmel bedeckt ist. Die enorme Anstrengung, ihren Panzer mit sich herumzuschleppen, erschöpft sie schnell. Auch wenn die Schildkröte zurück ins Meer findet, fühlt sie sich erst richtig wohl, wenn die Flut kommt. Dann wird sie zwischen den Korallenköpfen umherirren und einen Durchgang zum freien Meer suchen, ins tiefe Wasser.
Völlig erschöpft hat sich diese Schildkröte in der Richtung geirrt. Nach Tagesanbruch hat sie dem rettenden Meer den Rücken gekehrt und sich ins Innere der Insel verirrt. Ihr Instinkt, der sie 2000 Kilometer weit zielstrebig zu dieser winzigen Insel geführt hat, hat sie anscheinend verlassen. Eine andere ist an einer Wurzel hängen geblieben. Sie kommt nicht frei und hat keine Kraft mehr, um sich zu befreien. Sie wird im Sand verenden, so wie viele ihrer Schwestern. Die Sonne wird ihre Arbeit tun und die Einsiedlerkrebse werden mit der ihren beginnen. Während Falco und Bonici die Schildkröte aus ihrer Falle befreien, haben Goupil und Bernard weiter oben an der Düne die andere, verirrte Schildkröte gefunden und helfen ihr zurück ins Meer. Erst nachdem sie ihre Eier gelegt haben, sind die Weibchen bereit, sich von den Männchen befruchten zu lassen. Sie halten das Sperma für die nächste Eiablage am Leben, 2 oder 3 Jahre später. Eine sehr sonderbare, verzögerte Befruchtung. Auf die Eiablage folgt der Liebestanz. Und es ist das Weibchen, das den Reigen anführt. Es achtet auf Gefahren. Das Weibchen entscheidet, wann zum Atmen aufgetaucht wird. Das Männchen schließt die Augen und klammert sich fest an sein Weibchen. Dann trennen sie sich und gehen ihre eigenen Wege. Januar. Mollard erklärt die Flöhe für einsatzbereit. Heute macht Falco einen vorbereitenden Tauchgang mit Floh Nummer 1. Wie bei einem Raumschiff müssen vor dem Start zahlreiche Routineüberprüfungen durchgeführt werden. Dabei hat sich das Verfahren einer Checkliste bewährt. Der Kurskreisel des Flohs wird nach dem Kreiselkompass der Calypso justiert. Die Kursangaben werden von der Kommandobrücke über die Gegensprechanlage durchgegeben. 280. 280. Oui, c'est bon, merci.
Sauerstoffreserve, Ölpumpe, Öldruck, Notausstieg, Bordinstrumente. Alles ist einsatzbereit. Die Verständigung ist gut. Jedes Mal, wenn wir eine neue Maschine im Meer testen, wird es still an Bord. Die Atmosphäre ist angespannt. Seit 15 Jahren arbeiten Falco und ich nun zusammen. Ich habe oft den Eindruck, dass er mit meinen Augen sieht. Ich verlasse mich auf das, was er sagt, als ob ich es selbst erlebt hätte. In einem solchen Augenblick sind auf der Calypso alle auf ein Ziel konzentriert. Jeder an Bord hat seine Aufgabe, jeder hat seinen Verantwortungsbereich. Ein Minimum an Befehlen, keine unnützen Worte. Vor dem Ausklinken ein letzter Check. Tiefe Null, kein Leck, Spannung normal, alles in Ordnung. Sumiyong macht die letzte Leine los und bringt die Hakenklaue an Bord. Jetzt ist Falco sich selbst überlassen. Deloire verfolgt den Start des Floß mit der Kamera. Die Gespräche über das Unterwassertelefon haben einen scherzhaften Ton. Falco befindet sich noch in der Umgebung seiner Freunde, der Schildkröten. Noch ist ihm das Gebiet vertraut. Falco lenkt den Floh mit einem Joystick, auf dem sich auch die Schalter für Motor, Sonar, Tonband, Kamera und die Filmprojektoren befinden. In 100 Metern Tiefe koppelt der Pilot, um das Abtauchen zu stoppen, zwei der 21 Gewichte aus, die den Ballast bilden. Jedes wiegt ein Kilo. Mit einem Knopfdruck lässt Falco 50 Kilo Quecksilber in den Bug wandern und der Floh neigt sich mit der Nase nach unten. Falco sinkt jetzt sehr langsam. Er lauscht. Er kontrolliert. Wenn er 200 Meter Tiefe erreicht, wird sein Mini-U-Boot einem Druck von mehr als 1200 Tonnen ausgesetzt sein. Das Metall wird sich weiter abkühlen und zusammenziehen. Das Boot sinkt langsam weiter ins Meeresdunkel ab, mitten in einen Wald aus orangefarbenen Seefächern. Das Pflanzenleben ist verschwunden. Diese baumartigen Formen oder Fächer sind tierische Kolonien, die Gorgonien. In 200 Metern Tiefe übermittelt Falco an Laban, alles in Ordnung. Der Floh bewegt sich durch den Schub seiner beiden Triebwerke vorwärts. Seine Scheinwerfer lassen das Plankton wie Tausende von Sternen aufleuchten, eine unterseeische Galaxie. Da sind Salpenketten. Jede Salpe ist wie ein Klümpchen Gelatine, das sich langsam durch Kontraktion bewegt. Sie sind miteinander verbunden geblieben und wandern wie kleine Schlangen mitten durch die Garnelen, von denen sie sich ernähren. Tiefe 250 Meter.
Der Druck ist 26 Mal so hoch wie an der Wasseroberfläche. Der Floh wird einige Minuten in dieser Tiefe fahren. Er ist seit einer Stunde unterwegs, ein Drittel der geplanten Zeit. Das Gespräch ist abgerissen. Laban horcht, er wartet. Wenn die Kommunikation nicht mehr funktioniert, kann das bedeuten, dass es eine Panne mit der Elektrik gibt. Jetzt kann man nur warten und hoffen, dass der, der unten ist, einen kühlen Kopf bewahrt. Er ist in völliger Finsternis. Um aufzutauchen, kann er nur Ballast abwerfen. Leichter geworden, wird er langsam an die Oberfläche zurückkehren, ohne Motorunterstützung. Ein mit Sonarempfänger ausgerüstetes Boot nimmt Kurs auf das Piepsignal des automatischen Senders, der außen am Gehäuse des Flohs angebracht ist. 8 Minuten vergehen. Das war der letzte Punkt auf der Checkliste, den aufblasbaren Notausstieg auszuprobieren, durch den der Floh notfalls verlassen werden kann, auch bei hohem Seegang. Trotz der nervlichen Belastung durch die Motorpanne am Meeresgrund hat Falco daran gedacht, die Testreihe bis zum letzten Schritt zu absolvieren. In wenigen Minuten werden die technischen Berichte vorliegen. Aber worauf ich warte, ist der direkte und persönliche Bericht von Falco. Falco erstattet Bericht an Kapitän Cousteau und Jean Mollard, den für die Flöhe verantwortlichen Ingenieur. Die Fehlerquelle scheint im Motor zu liegen, der aussetzte, stotterte und dann abstarb. Wahrscheinlich ein Kurzschluss aufgrund einer defekten Batterie. Im Meer geht schnell mal etwas schief. Wenn nicht Wind, Strömung oder Seegang für einen Zwischenfall sorgen, dann ist es die Technik. Der Motor wird ausgebaut. Im Laufe der Nacht entdecken die Ingenieure den Fehler und beheben ihn. In solchen Momenten gibt es keinen Unterschied zwischen Tauchern und Ingenieuren, zwischen Besatzungsmitgliedern und U-Boot-Technikern. Bei Tagesanbruch sind beide Flöhe fertig. 25. Januar. Kapitän Cousteau und Falco werden diesmal gleichzeitig tauchen, so wie bei einem normalen Einsatz vorgesehen. An diesem Morgen um 7.04 Uhr klettert Cousteau in Floh Nummer 2. Er führt die vorgesehenen Routinekontrollen durch. Um 7.23 Uhr wird er zu Wasser gelassen. Auch die Taucher müssen ihre Kontrollen machen. Sie klinken die Hakenklaue aus, sie säubern die Bullaugen. Sie verständigen sich ein letztes Mal mit dem Piloten. Dann hängen sie das Telefonkabel und die Sicherheitsleine aus.
Um 7.29 Uhr steigt Falco nach den Sicherheitschecks in den Floh Nummer 1. Eine Minute später folgt er seinem Kapitän ins Wasser. Gewissenhaft führen die Taucher erneut alle Außenkontrollen durch. Dann sind beide Flöhe frei, in ihrem Element. Während wir gemeinsam hinabtauchen, fühlen wir uns belohnt für Jahre harter Arbeit. Was die Steuerung unserer beiden Flöhe betrifft, müssen wir noch viel lernen. Von Anfang an erweisen sie sich als launenhaft, aber verführerisch. Wenn wir sie taufen müssten, würden wir ihnen weibliche Vornamen geben. Die Testfahrt ist vorbei. Die Flöhe stoßen freundschaftlich gegeneinander wie zwei Champagnergläser. Falco und ich haben gerade auf ihre Karriere angestoßen. Die meisten der weiblichen Schildkröten bleiben, so scheint es, nach der ersten Eiablage in der Umgebung des Riffs. Das muss überprüft werden. Falco ist mit seiner Mannschaft zurückgekehrt, um zwei große Weibchen, die gerade gelegt haben, zu markieren und ihnen zu folgen. Sie benutzen mit Wasserstoff gefüllte Ballons, um ihnen auf der Spur zu bleiben. Der Panzer ist unempfindlich und wenn man ihn an der Seite anbohrt mit einem Handbohrer, gibt die Schildkröte keinen Mucks von sich. Aber sie ist verängstigt und fühlt sich bedrängt. Einer der Ballons steuert geradewegs ins offene Meer und nimmt entschlossen Kurs Richtung Norden. Diese Schildkröte scheint mit dem Legen endgültig fertig zu sein. Zwei Tage später findet Labon den zweiten Ballon, ungefähr einen Kilometer von der Calypso entfernt. Das beweist, dass unsere Hypothese richtig war. Die zweite Schildkröte ist in der Umgebung der Île d'Europe geblieben. Entweder um weitere Eier zu legen oder um sich erneut befruchten zu lassen. Nun müssen wir sie wiederfinden, um sie für unsere Archive zu filmen und von der Leine zu befreien. Deroire und Soumillon tauchen mit der Kamera hinab. Das Verhalten dieser Schildkröte zeigt, dass die Weibchen in der Umgebung der Insel bleiben, bis sie alle ihre Eier gelegt haben. Tatsächlich können sie bis zu 5-mal an den Strand kommen und somit bis zu etwa 500 Eier legen. Unsere Schildkröte hat ihre Pflicht erfüllt. Es bleibt nur, sie zu befreien. Februar. Der Strand ist leer. Nur die lautlosen Fregattvögel warten. Durch die Sonnenwärme ausgebrütet, schlüpfen die Jungen in ihrer Grube. Man weiß heute, dass das Geschlecht der Schildkröten durch die Temperatur bestimmt wird, bei der sie ausgebrütet werden. Die Jungen beiderlei Geschlechts buddeln sich nach und nach an die Oberfläche des Sandes. Ihr Panzer ist noch weich. Bestimmt von Wärme und Feuchtigkeit setzen sie sich in Bewegung und tauchen aus dem Sand auf. Alle gleichzeitig. Ohne zu zögern, streben sie in die richtige Richtung und beginnen ihren Marsch zum Meer. Er ist kurz und tragisch. Da sind die Vögel und der Tod.
Selbst das Meer verheißt keine Rettung. Wenn die jungen Schildkröten zum Atmen auftauchen, lassen die Vögel sich das nicht entgehen. Die jungen Schildkröten haben kaum eine Überlebenschance, außer sie schlüpfen in der Nacht, wenn die Fregattvögel sie nicht sehen können. Oder bei Sturm, wenn es die Vögel ins Landesinnere treibt. Aus jedem Nest sind Hunderte geschlüpft und es gibt kaum Überlebende, außer denen, die Falco eingesammelt hat. Der Tod ist ein Mechanismus, mit dem die Natur das Leben im Gleichgewicht hält. Nur der Mensch ist fähig, grundlos zu töten. Aber wenn das Leben bedroht ist, fühlt er sich natürlich verpflichtet, einzugreifen. Meine Mitarbeiter haben begonnen, die kleinen Schildkröten einzusammeln und sich etwas zu ihrer Rettung überlegt. Niemand weiß genau, woher die Babyschildkröten wissen, in welcher Richtung das Meer liegt. Das Meer scheint sie unwiderstehlich anzuziehen. Kein Hindernis entmutigt sie. Sie können eine Woche ohne Nahrung auskommen, aber die meisten brauchen nur wenige Minuten, um sich zu ihrem Ziel aufzumachen. Einen Kilometer vor der Küste lässt Falco einige Schildkröten frei. Am Himmel ist kein Vogel zu sehen. Wir filmen von unten, wie die kleinen Schildkröten abtauchen, an die Oberfläche kommen, atmen und erneut untertauchen. Von nirgendwo, so scheint es, droht Gefahr. Weiterhin zeigt sich nichts am Himmel. Die Schildkröten nehmen Kurs auf das offene Meer. Keine 2 Minuten später tauchen Schatten auf. Wie aus dem Nichts sind die Fregattvögel da. Für die wenigen Überlebenden dieses Massakers gräbt Falco ein Becken in der Nähe des Wassers. Er wird sie bis zum Anbruch der Nacht beschützen und dann freilassen. Die Männer bedecken das Becken mit einer Plexiglaskuppel und entfernen sich. Diesmal werden die Vögel den kürzeren ziehen. Es ist Nacht. Die Fregattvögel haben aufgegeben. Die kleinen Schildkröten irren immer noch an den Wänden ihres Unterschlupfes entlang und suchen den Weg zum Meer. Selbst in völliger Dunkelheit freigelassen oder durch Scheinwerfer geblendet, nehmen sie ohne zu zögern Kurs auf das Meer. Bis auf eine, die Sicherheit von Falcos Becken zu bevorzugen scheint. Sie wird Gribouille getauft. Schließlich hält Gribouille inne und spürt dem Wind nach. Einer rätselhaften Warnung folgend, folgt sie dem Ruf, der das Überleben ihrer Gattung sicherte, lange bevor der Mensch auf der Erde erschien. Die anderen sind schon fast angekommen. Sie riskieren wohl noch, von Fischen gefressen zu werden, aber die meisten werden diese Gefahr überstehen. Gribouille, immer noch rebellisch, trifft auf eine Schildkrötendame, die ihre Mutter sein könnte. Eine auf jeden Fall sehr gleichgültige Mutter. Wenn ein Weibchen seine Eier gelegt hat, interessiert es sich nicht mehr für das Schicksal seines Nachwuchses. Gribouille steigt auf seine Flosse und beide verschwinden im Meer.
Die Babyschildkröten sind jetzt 6 Wochen alt. Kurz nach ihrem Schlüpfen hat ein Mitglied der Expedition sie in einen mit Meerwasser gefüllten Plastiksack getan und ist mit einem kleinen zweimotorigen Flugzeug von Île-d'Europe gestartet. 48 Stunden später waren sie hier, in Sicherheit, im Museum von Monaco. Ihr Panzer ist noch weich, aber sie sind schon größer geworden. Allein auf der Île-d'Europe werden jedes Jahr 4 Millionen Schildkröten geboren. Die meisten sind dem Tod geweiht. Wir haben ein paar gerettet und so in die Ordnung der Natur eingegriffen, die sie zur Beute der Vögel bestimmt hat. Man könnte sie züchten, denn diese Spezies ist fast überall bedroht. Überall sonst denkt der Mensch, grausam und stumpfsinnig, nur daran, die grüne Meeresschildkröte zu jagen. Ob ein Fischer sich eines einfachen Netzes oder einer Harpune bedient, oder eines modernen Arsenals wie Radar, Sonar oder Elektronetz. Die Ressourcen der Ozeane werden schonungslos ausgebeutet. Auf Île-d'Europe sind wir Zeugen des Dramas der Meeresschildkröten geworden und haben, getrieben durch ein vielleicht unnatürliches Moralempfinden, 2 weibliche Erwachsene gerettet, sowie einige Babyschildkröten, von denen viele im Aquarium von Monaco heranwachsen. Dadurch sind wir mit den natürlichen Prozessen in Konflikt geraten. Was wir aber auf dieser Reise gewonnen haben, ist ein großer Respekt vor der Natur.